Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Forest. Wir erkunden weiter mal, wieder einmal diese Höhle weiter. Ich glaube, das ist jetzt schon die dritte Folge oder so am Stück, wo wir eine Höhle erkunden. Aber man sollte die Sache ja auch richtig machen. Nicht nur so halbherzig, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. Fand ich auch nicht so toll. Also gehen wir jetzt einfach da runter und erkunden weiter. Ich denke halt, dass diese Höhle mit irgendwas noch zusammenhängt, mit irgendeiner anderen Höhle oder sonst was. Und darum wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir die anderen Höhle auch noch finden würden. Und erkunden könnten. Weil eigentlich müssten hier viel mehr Sachen zum Einsammeln sein. So war es zumindest sonst immer. Schädel. Okay. Hier sind viele Schädel. Oh ja. Medis. Erstmal gleich was. Ach, kann ich gar nicht. Ja, ist doch gut, wenn ich das nicht kann. So, das ist halt. Das ist ganz normal, dass hier so viele tote Köpfe sind. Völlig normal. Ziehen wir uns was Neues an. Sonst ist hier nichts. Heiliger Schädel. Wie jetzt? Das war's schon. Super, ich habe gedacht, hier kommt noch voll die fette Höhle oder sowas. Oder irgendwas zumindest. Und dabei ist hier gar nichts. Ja, geil. Das war's wohl mit der Höhle für diese Folge. Noch was für mich? Wir haben ja jetzt auch endlich Uhren einsammeln können, das heißt, wir können jetzt selber Sprengstoff bauen, genau. Das mache ich jetzt auch gleich. Das mache ich jetzt auch mal. So, was braucht man dafür? Alkohol. Ah ja, ich habe sogar Alkohol. Uhr und Klebeband. Und Geld. Also nehmen wir Alkohol. Uhr, Armbanduhr. Münzen und Klebeband. Ja, geil. Oh yeah! Kopfbombe! Klebiger Sprengstoff! Ach du Scheiße! Das heißt, ich brauche einen Kopf von denen oder was? Ja, krass! Okay, jetzt haben wir eine Kopfbombe gemacht! Das wusste ich auch noch nicht, dass das geht. Ja, also ich wusste schon, dass es geht, aber ich habe es noch nie gemacht. Krass! Ja, okay, wir sind jetzt aber, was Sprengstoff angeht, ziemlich gut ausgerüstet, ne? Wir haben auch haufenweise Dynamit. Das sollte ich vielleicht auch mal mehr zeigen, mehr benutzen. Weil da findet man ja schon relativ viel in den Höhlen. Relativ. Okay, ich glaube, hier ging's lang. Aber es ist schon gut, dass wir jetzt wieder nach draußen kommen. Ich hoffe es zumindest, ja, genau. Hier gehen wir wieder nach draußen. Weil irgendwie, was das Finden von Zeugs angeht, war diese Tour nicht so erfolgreich, wie ich gehofft hatte. Das Finden von Gegnern hat hier super geklappt, aber das Finden von Zeugs... Ach, wir sind wieder hier. Oder waren wir schon mal bei den Containern? Ich glaube nicht, weil bei den Containern laufen normalerweise Schildkröten rum. Dann hätten wir ja schon eine Schildkröte, wisst ihr? So einen Schildkrötenpanzer. Aber normalerweise laufen die hier rum. Dieses Mal irgendwie nicht. Natürlich, jetzt wo ich den Ort schon mal gefunden habe, laufen hier keine mehr rum. Ist ja logisch. Aber vielleicht ist es auch einfach nur mein Glück, meine Form von Glück. Meine Form von Glück ist es, Pech zu haben. Aber hier müsste normalerweise auch irgendwas sein, was man einsammeln kann. Platinen? Ja, habe ich schon genug. Ja, was anderes wird da nicht sein. Ja, wir sollten auch wirklich mal uns irgendwie ein Boot bauen oder sowas.
später dann. Und dann hier einfach mal vorbeisegeln. Und uns die ganzen Inseln angucken. Da sind ja noch ein paar kleine Inseln da hinten und sowas. Das sollten wir uns echt mal reinziehen. Gibt's noch viel zum Erforschen. Nicht nur Höhlen und einfach eine Insel oder sowas, sondern richtig viel Zeug. Und ja, genau wie ich gesagt hatte, kaum bin ich hier, schon sind hier keine Schildkröten mehr. Ist ja typisch. Ganz normal. Ja. Schildkröten, ihr seid eine Enttäuschung. Für die ganze Menschheit. Zumindest diese hier in dem Spiel. Geht ja mal gar nicht. Aber Sternchen kann man sammeln. Gibt's doch nicht. Ah, ja. Ich werde niemals in meinem Leben irgendeine Schildkröte finden. Niemals. Essen kann man was. Schön. Vögelchen töten kann man. Scheiße. Kann man anscheinend nicht. Oh. Eine Schildkröte! Zwei Schildkröten! Ich kann leider nur einen mitnehmen. Drei! Fick dich! Aber die bangen da fest, glaube ich. Meine, ich kann leider wirklich nur eine mitnehmen. Aber das ist mir egal. Ja, neues Tier entdeckt. Genau. Ja! Flieg und Sieg! Boah, endlich! Wir haben einen Schildkrötenpanzer. Kann man den hier irgendwie kombinieren? Na, man kann den ausrüsten, aber nicht kombinieren. Das wäre auch zu geil gewesen. Fuck ja, endlich! Endlich haben wir es geschafft. Möwe! Ah, verdammt. Achso, das ist von der Schildkröte im Kopf einfach. Ich glaube aber, hier waren wir doch noch nicht. Sollte ich mir hier ein Signal bauen, für den Fall, dass ich mir Schildkröten brauche? Ich denke eigentlich, dass das keine so schlechte Idee ist. Aber irgendwann werde ich halt mit den ganzen Signalen durcheinander kommen. Nee, lass mal lieber. Lass mal dies lieber. So, dalla. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen einfach hier mal an die Küste entlang. Erkunden ein bisschen die Insel. Schauen uns das Ganze mal an. Ach ja, genau, ich sollte den Höhlenausgang markieren. Ja, den Feuer kannst du wegpacken. Aber ich glaube, den Höhlenausgang, den finde ich nicht mehr. Oh, doch. Bin ich sehr stolz auf mich. Ich würde gerne... Nein. Ah, doch. Hier jetzt. Ich habe keine Ahnung. Unterkünfte vielleicht? Vielleicht die Unterkünfte Signal vergehen. Das haben wir halt schon. Grün haben wir auch schon. Ich glaube, wir haben schon alle Farben durch, die es hier gibt, oder? Lila haben wir schon. Rot haben wir schon. Blau haben wir schon. Weiß haben wir noch nicht. Weiß haben wir noch nicht. Passt. Dann lassen wir es. Mir leid, kein Vögelchen, aber ich brauche Federn. Ja. Meine. Ja, geil. Ah, daneben. Na gut, was soll's.
Nein, bleib stehen. So kann man das abbrechen. Du sollst die Vögel abschießen, nicht sie auf dem Finger landen lassen. Nein. Tschu. Scheiße. Ach, komm. Geh mal einfach weiter. Auf dem Türmchen scheint nichts zu sein. Ich denke, bei den Gebäuden waren wir eigentlich auch schon. Ja, dann gehen wir heim. Dann gehen wir einfach heim. Rüsten wir hier unseren Speer aus. Dann vielleicht finden wir ja irgendwas auf der Insel noch. Einfach mal die Insel ein bisschen erkunden, ein bisschen anschauen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Jetzt habe ich halt irgendwie drei so, wie heißt das, Hauptquartiere. Das heißt, ich könnte durchaus mal durcheinander kommen. Aber meins ist ja das Blaue. Oh! Und wir haben auch schon Besuch. Naja, aber die können uns eigentlich mal am Arsch lecken, ne? Wie viele das sind, guckt euch das an. Das ist eine ganze Armada. Die wollen mich unbedingt tot sehen, was? Irgendwo, wo die nicht raufkommen. Scheiße, mit dem Pfeil klappt das nicht. Ja, komm, wir gehen einfach hier zu uns rein. Hallo Desktop, was geht? Jedes Mal wieder dasselbe. Ja. Ich denke, das reicht erstmal mit Höhlenerkunden. Meine. Wow! Aber unser Freund hier will anscheinend Stress haben. Wie ist denn der hier reingekommen? Wahrscheinlich über die Plattform hier, auf der ich gerade stehe. Ja, schon ein bisschen blöd, dass der das hier hingebaut hat. Oh yeah! Das war ein Schultertreffer. Kopftreffer werde ich wahrscheinlich in 1000 Jahren nicht landen, aber ein Schultertreffer, das geht. Ach komm, den killen wir doch einfach so. Yep. Jetzt bist du tot. Genau. Dich wollte ich. Ich wollte dich auch haben. Okay, ich finde das nicht so gut, dass sie jetzt auf einmal hier rein können. Wegen dem, dass der das dahin gebaut hat. Der hat anscheinend nicht gecheckt, warum ich das hier gemacht habe. Aber okay, was soll's. Seine Idee war ja eigentlich auch ganz gut. Ich denke mal, er wollte sich schützen, indem er was auf dem See baut. Aber reicht halt nicht. So. Obwohl, das eine können wir eigentlich schon essen sogar. Genau. Sehr geil. Was haben wir hier noch? Das rohes kleines Fleisch, ja, die kann man nicht aufheben, stimmt. Und Federn. Geil. Danke, ihr Vögel. Stoff, das gibt's doch nicht. Ich bin eigentlich nur in die Höhle gegangen, um Stoff zu finden. Und jetzt ist genau das das Einzige, was wir nicht gefunden haben. Oder nicht so viel. Normalerweise sollte das sehr viel mehr sein. Aber okay. Was soll man machen? Ich könnte doch eigentlich so eine Suppe machen, oder? Eigentlich schon, ne?
brauchen Stoff, 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 wir brauchen Stoff. Was geht denn, Alter? Federn. Was braucht man denn für Pfeile? Braucht man da... Da braucht man nur Federn, gut. Und ich habe jetzt wieder recht viele. Kombinieren. Passt. Und weiter geht's. Ja, ihr könnt es egal sein. Ihr könnt so viel rumschreien, wie ihr wollt. Alter, wie viele Pfeile kann ich denn machen? Okay, jetzt ist anscheinend vorbei. 20 Pfeile müssten das sein. Ja. Und sowas wie Knochenpfeile und so mache ich erstmal nicht mehr. Die machen zwar mehr Schaden, aber verbrauchen halt Knochen und so viele habe ich davon nicht. Nicht immer zumindest. Ich würde sagen, hier kann man noch so ein Schädeldings hinmachen. So eine Schädellampe. Die müssen wir ja auch mal verbrauchen. Den ganzen Schädel. Genau. Schön. Jetzt kann man hier draußen eigentlich weitermachen. Das mache ich jetzt auch mal schnell. Ich mag es eigentlich nicht, wenn ich hier draußen bin, irgendwie rumzubauen, weil die greifen dann immer an. Scheiß drauf. Genau das meinte ich. Genau das habe ich gemeint. Renn da rein, renn da rein. So, haben die das jetzt echt hier reingeschafft? Alter, beweg dich. Jetzt beweg dich doch mal. So. Ja, ihr könnt gerne an die Tür anklopfen, das stört mich gar nicht. Nee, 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 ihr kriegt mich eh nicht. Jetzt hab ich echt nicht getroffen, oder was? Ja, das ist doch keine Shotgun. Ja, danke. Schlagt euch gegen, das ist eine gute Idee. Könnt mir eh nichts anhaben, ich bin hier sicher. Begreift das doch. Ich kann hier so lange bleiben, wie ich möchte. Ja, genau, mach mal ein bisschen mit. Danke. Wie sind die jetzt eigentlich schon wieder hier? Ich war doch voll lange in der Höhle. Oh, verdammt. Ja, hier können wir eh nichts anhaben. Ich bin komplett safe. Ja, sei blöd. Sei blöd. Blöder als ich am besten. Es war nicht klar, dass das irgendwann mal so läuft, aber es ist natürlich auch noch. Alter, hör auf damit! Ich muss es probieren. Ich muss es probieren, Alter. Ich speichere schnell ab und dann werde ich mal versuchen, die alle in die Luft zu jagen. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat.
Es hat die zerrissen, Alter. Ich glaube aber, dass es mir auch geschadet hat, weil ich zu nah dran war. Wo ist der? Wahrscheinlich hier an der Tür. Hier an der Tür, ne? Wo bist du? Wo bist du? Mein bester Freund. Mein neuer bester Freund. Ich hab dich ja so lieb. Der ist nicht hier. Dann ist er wahrscheinlich draußen. Oder irgendwo anders. Ja, den hat's zerfetzt, ne? Da guckt ihr blöd, was? Ganz vergessen, ausrüsten. Aber wisst ihr was? Ich denke, 20 Minuten, das reicht jetzt schon wieder. Dann hoffe ich, wie jedes Mal, dass ihr mit der Folge sehr viel Spaß hattet. Und auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, weil ist einfach geil. Das ist die Begründung, ist einfach geil. Okay, dann bis dahin, ciao.